Ein Dreirad Marke Easy Rider mit Elektromotor. Und es bedeutet für Gunda Kraus vor allem Freiheit. 79 Jahre ist sie, war fast unbeweglich nach mehreren Hüftoperationen, depressiv. Die Bewegung mit dem Rad hat auch ihr Leben wieder in Schwung gebracht. Das ist für mich Freiheit, Glück, mein Ein und Alles. Ich würde jedem älteren Menschen sagen, schaff dein Auto ab, in der Stadt besonders. Und wenn ich sehe, wie die manchmal da rumkurven, dann sage ich auch, wenn sie mit dem Rad fahren, hey, schaff das Rad ab, wenn ich sehe, wie die rumeiern. Sie habe so viel zu erzählen, dass es sie fast zerreißt, sagt Gunda Kraus. Mit zwei Co-Autorinnen schreibt sie gerade ein Buch über ihr Leben. 12.500 Euro kostet das im Selbstverlag. Die sammelt sie per Crowdfunding. Bis Samstag kann man im Internet spenden. Wie das geht, erfuhr sie bei der Handelskammer. Dann gab es ein Crowdfunding-Frühstück und da sind wir hingetrabt um 8 Uhr in die Schellingstraße. Und ich war so begeistert, da hat jeder also sich vorgestellt und hat sein Projekt vorgestellt. Und ich war die Älteste, aber glaube ich die temperamentvollste. Und ich war gleich so begeistert, habe ich gesagt, das machen wir, so machen wir das. Hildegard Hambrücher hat ihr mal gesagt, stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Für Gunda Kraus der Anstoß, sich von den Zwängen ihrer Erziehung zu befreien. Ich habe jetzt festgestellt, ich bin eigentlich auch ein glücklicher Mensch geworden. Und ich sage genau das Gleiche. Es ist gut, dass es so gelaufen ist, dass ich nicht geheiratet habe, dass ich keine 6 Buben mit Sommersprossen und roten Haaren zur Welt gebracht habe. Die kleine Gunda auf ihrem ersten Dreirad. Und ein wenig später mit der modernen Dreiradversion auf ihrer Tour nach Rügen 2009. Die Fahrt hat sie berühmt gemacht. Immer dabei ihr Dackel. Seit der Tour engagiert sie sich für Demokratie, fürs Radfahren, für Europa. Sie geht in Schulen und erzählt aus ihrem Leben. Sie hatte Pannen auf der Tour. Sie war manchmal mit den Kräften am Ende, aber sie hielt durch und traf jede Menge Leute. Viele, viele Bürgermeister und viele Menschen, die sogar dann manchmal am Straßenrand standen und riefen, wie bei der Tour de France, das schaffen Sie nicht mehr weit, das schaffen Sie. Also das war schon weltbewegend eigentlich. Wenn es mit dem ersten Buch klappt, will Gunda Kraus noch ein zweites schreiben. Sie hat ja noch viel zu erzählen und ihr Dreirad hält sie sicherlich noch lange in Schwung.